Versuchen wir durch Adaptierungen, durch Rampen einige bauliche Barrieren zu überwinden. Sie ist bei uns im Haus an der PH Salzburg die Behindertenbeauftragte und wir möchten Sie zum Tag der Diversität mit ein paar Fragen konfrontieren zum Thema Rollstuhltauglichkeit der PH. Wie sehen Sie den Stand der PH jetzt im Thema Rollstuhltauglichkeit? Die Barrierefreiheit, und da gehört Rollstuhltauglichkeit dazu, also die baulichen Barrieren an der pädagogischen Hochschule sind leider ein großes Hindernis. Es ist aber auch wichtig, dass wir Barrierefreiheit etwas umfassender sehen im Haus. Ich meine nicht nur die baulichen Barrieren, sondern ich meine Barrieren im Denken, Barrieren in den Einstellungen und Sichtweisen der Menschen, die hier im Haus studieren und die hier im Haus unterrichten. Was wäre jetzt der erste Schritt, die erste Maßnahme, die Ihnen am wichtigsten erscheint im Zuge des Umbaus? Die erste und wichtigste Maßnahme, wenn wir ein neues Haus, ein umgebautes Haus bekommen, ist, dass alle Räume, Seminarräume, Büros, Unterrichtsräume im umfassenden Sinn der Barrierefreiheit zugänglich sind. Also für Menschen im Rollstuhl, für Menschen mit Sehbehinderungen,
dass wir ein Leitsystem bekommen, zum Beispiel für Menschen, die vollblind sind und mit dem Langstock gehen, dass wir die Möglichkeit bekommen, für Studierende, die gehörlos sind, im Sinne eines Gebärdendolmetsch unsere Inhalte, unsere Lehrveranstaltungen anbieten können. Die Erfüllung der Forderungen, die in der UN-Konvention festgelegt sind, zusammengefasst in einem Satz: die Teilhabe am Leben in den verschiedensten Bereichen, die uneingeschränkte Teilhabe Menschen mit Behinderungen zu gewähren, braucht natürlich einen Entwicklungsprozess. Der Grund, warum eine Veränderung bzw. die uneingeschränkte Teilhabe aller Menschen in ihrem So-Sein so lange dauert, ist, glaube ich, in erster Linie in den Köpfen der Menschen, die in einer Gesellschaft leben, verankert. Die politischen Entscheidungsträger in unserem Land, in den unterschiedlichsten Bereichen, in den unterschiedlichsten Ministerien, müssen sich ganz bewusst für Inklusion und diese Maßnahmen, die es braucht, und dazu gehören natürlich auch finanzielle Mittel, entscheiden. Es muss ein klares Ja zur uneingeschränkten Teilhabe aller Menschen eben in ihrer Vielfalt geben.